Hallo Leute, mein Name ist Hotzos T und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. Letztes Mal haben wir hier außenrum etwas aufgeräumt, sodass wir keine Nester mehr haben, direkt am Rand von unserer Verschmutzung. Nun müssen wir zumindest am Anfang hier in unserer Base etwas aufräumen. Einige dieser Förderer haben ausgefördert, was bedeuten könnte, dass wir vielleicht zu wenig Eisen haben. Yep, das Band hier nicht mehr wirklich so voll. Aber wir haben ja noch ein zweites Band angeschlossen. Oder ein zweites Eisenfeld. Kupfer sieht hier etwas besser aus. Kohle meinte ich. Kupfer haben wir hier auch noch etwas am Start. Das gibt uns fast ein volles Band. Dann hier Stein. Ja, das wird auch langsam weniger. Die Frage ist, brauchen wir hier mehr? Hier die erste Eisenschmelze, ja, da kommt nicht mehr allzu viel Eisen raus, aber hier haben wir ein volles Band, beziehungsweise ich denke, das staut sich hier. Und da haben wir dann Kupfer. Sehr gut. Nun, letztes Mal haben wir auch die Forschung weitergetrieben Richtung Lasertürme und Nuklear. Aber für Nuklear brauchen wir Uranerz und das nächste ist hier unten. Und ich denke, das ist doch ein bisschen zu weit für Förderbänder. Drum werden wir das nun mit Eisenbahn machen. Aber dazu brauche ich etwas mehr Material. Vielleicht können wir das auch dann hier Eisenstangen in dem Fall. Und dann brauchen wir noch Stein. Keine Tunnels mehr. Offenbar. Das heißt, brauchen wir, der muss bis hier gehen. Okay.
Das sollte uns Schienen liefern. Und dann brauchen wir vielleicht irgendwo ein Steinfeld. Weil das hier gibt nicht mehr allzu viel her. Hier oben haben wir noch eins. Das werden wir bei Gelegenheit anschließen müssen. Und wieso bekommen wir hier so wenig Stahl raus? Einfach zu langsam. Das ist möglich. Okay. Dann für Uran müssen wir Schwefelsäure hinkarren und bekommen Uranerz zurück. Nun, wo sollen wir? Ich denke, hier auf dieser Seite könnten wir unseren Reaktor bauen. Ist noch ziemlich zentral. Und dann hier unten irgendwo einen Bahnhof für alles Mögliche. Aber da sind uns ein paar Klippen im Weg. Drum hole ich mir hier doch etwas Sprengstoff. Klippensprengstoff. Und es scheint an grünen Fläschchen zu mangeln. Darum stockt die Forschung ein wenig. Mal schauen, ob das hilft. Das hier wird unsere Ausfahrt sein. Und dann beseitigen wir mal das Geklippe hier unten. Wo? Hier oben? Schon wieder? Wieso? Ah, nie hat man von vor denen Ruhe. Also, dann gehen wir gleich mal das war natürlich unsere einzige Verbindung. Und Nummer 3.
Ha, den habe ich verpasst. Keine Radare mehr. Ja, wahrscheinlich kommen die von hier oben. Ja, dann erledigen wir das mal schnell. Das Problem hier ist, dass mit unserer, je mehr wir bauen, umso mehr Verschmutzung produzieren wir. Und das haben offenbar nicht alle so gern. Zum Glück haben wir da etwas Munition drin. Nun, wir wollen diese. Ach, der Turm wird gleich sein Leben ausgepustet haben. Aber die anderen beiden Türme sollten okay sein. Und ich habe hier noch ein zweites Fahrzeug. Damit sollten wir einigermaßen beschleunigt wieder nach oben kommen. Denn das Nest da oben, das hat etwas kleiner ausgesehen. Nun denn, das Erste, was wir machen müssen, ist unsere Leiche holen. Hier. Sehr gut. Und dann in mehreren Anläufen sollten wir vielleicht diesen Wurm
erledigen können. Er hat ziemlich viel Health. Yep, das war's. Der Rest sollte machbar sein. Yep, das war's. Dann den die Fischreserven aufstocken. Und dann nichts wie zurück in die Base. Damit wir unseren Weg zu den Lasertürmen voranbringen. Beziehungsweise ja das Schienensystem dafür in die Gänge bringen. Hier hat es definitiv zu viele Bäume. Und Steine. Lasse ich denn das eine Auto hier? Und das zweite parkiere ich da nach unten. Unterhalb von unserem Furnace Array. Pack da auch etwas Kohle rein, sodass wir dann losfahren können, wenn wir es benötigen. Ja. Aber wir wollten ja hier unten einen Bahnhof bauen, bevor wir unterbrochen wurden. Genau. Das ist unsere Ein-Ausladung und ich mache immer Züge mit Länge 4. Das heißt, hier unten kommt dann das Signal hin. Und hier geht es dann in diese Richtung. Okay, dann machen wir doch gleich hier weiter. Was wir hier brauchen, machen wir doch zuerst den Schwefel Säure Bahnhof. Beladung. Das heißt hier. Hier
hier und hier eine Pumpe. Und da fehlt es an Material. Ich brauche Rohre. Ich brauche Tanks. Glücklicherweise brauchen wir für das Fördern der, des Uraniumerz nicht allzu viel Schwefelsäure. Aber ein bisschen. Also, hier ein Stack, da ein Stack, hier vorne ein paar. Die fehlen uns noch. Dann können wir auch Gleise bauen. La 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 la. Irgendwann kommen wir auch an. Sehr gut. Wo sind unsere Kessel hier oben? So. So weit, so gut. Brauchen wir hier nur noch die Verbindung. Nach oben, wo wir die Schwefelsäure haben. Und das klappt ja wunderbar hier an der äußeren Schmelze vorbei. Schwefelsäure haben wir hier. Dann gehen wir hier ein bisschen rüber. Natürlich ein paar Untergrundbänder zu wenig. Aber wir sind ja gerade in der Gegend. So, was kommt als nächstes? Ja, vielleicht sollten wir da schon etwas vorforschen, dass die Laser auch etwas Pep haben.
So. Das ist schon mal angeschlossen. Und das heißt, das nächste, was wir dann hier auf der Seite brauchen, ist eine Entladestation. Machen wir mal den Panzer hier. Wir brauchen hier verschiedene Entladestationen für Kohle, Eisenerz, Kupfererz, Stein und Uran. Und wenn wir Uran hier ganz am Ende machen, können wir hier gleich die Eisen an die Urananreicherung machen. Und das sollte gut funktionieren, aber wir haben schon wieder überzogen in dieser Folge. Drum ist hier Schluss und nächstes Mal geht es weiter hier mit unserem Bahnprojekt. Bis dann. Tschüss.